Es war mit Sicherheit ein hartes Stück Arbeit für alle, wie man es an meiner Stimme hört, für mich auch. Ich denke, dass wir sehr gut angefangen haben, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind, genau das, den Elfmeter so bekommen haben in die Räume, wo wir einstarten wollten, dann noch mit den Spielern von außen. Dann nach dem Ausgleich war es dann irgendwie ein bisschen wie weggeblasen, da waren wir nicht mehr gut. Bis zur Halbzeit haben wir zu langsam gespielt, waren zu träge, haben viel zu viel um den Block rumgespielt. Und es war dann auch das, was wir in der zweiten Halbzeit dann besser machen wollten, dass wir viel mehr, viel schneller den Ball laufen lassen, auf dem Flügel, in 1-gegen-1-Situationen kommen, dort dann auch uns durchsetzen, in die Box flanken, dass wir einfach viel mehr Präsenz in der Box haben, mehr aufs Tor schießen einfach. Und dann provozierst du halt immer wieder auch gefährliche Aktionen, provozierst du Freistöße, Eckbälle. Und dann haben wir nach so einem Eckball dann auch genau das Tor gemacht. Und da sind wir natürlich sehr froh über den Sieg am Ende.